Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin Aram und in dem heutigen Ranked Game spiele ich Master Yi im Jungle. Ja, ich bin ein wenig angefressen von meinen letzten Teams, stehe jetzt wieder in Gold 5, mittlerweile ganz, ganz unten drinne. Und es ist wirklich zum Heulen gewesen, die letzten Games, hat keinen Spaß gemacht. Und ja, gut, dass der Cannon die Mitte absichert, schon mal wieder. Geht schon mal gut los. Gleich komme ich zu den Teams. So, auf jeden Fall diesmal wieder Try Hard Master Yi. Des Weiteren habe ich in meinem Team Olaf auf der Top Lane, Cannon, der nicht warden kann, auf der Mid Lane Jhin als ADC und Alistar Support. Im Gegnerteam, na, fällt euch was auf? Eigentlich Full AP, außer der Azrael. Also Magieresistenz for the win. Wir haben einen Singed auf der Top Lane, Amumu im Jungle, Lux auf der Mid Lane, Azrael als ADC und Morgana Support. Also sau viel CC für mich. Das heißt, ich werde sehr früh die Quecksilber-Schärpe bauen. Natürlich mein Blade of the Rune King. Vielleicht sogar die Mercury Boots gegen diese Gegner. Und vielleicht sogar noch eine Geistessicht oder mal sehen, was sich da machen lässt. Auf jeden Fall richtig schön Magieresi. Hauen um. First Blood für die Gegner. Und es geht wieder genauso los, wie die letzten Games aufgehört haben. Minute 2 First Blood für die Gegner. Das wollen wir doch alle sehen, ne? Nein, ich nicht. Und ich kann es langsam auch nicht mehr sehen. So. Egal, ich ziehe jetzt mein Ding hier runter. Durch. Mal gucken. Ah, das Geflame geht auch schon los in der zweiten Minute. Nein, und wir wollen nicht spielen. Ich bin gerade im Game. Schwer zu erkennen wahrscheinlich. So. Singed hat's gegen Olaf natürlich auch nicht so leicht. Ob man da gleich mal was machen kann. Einmal noch hochheilen. Ne, der hat zu sehr zurückgeballert schon. So, aber ich habe mir eindeutig vorgenommen, dieses Game so hart zu carryen wie lange nicht. Mal sehen, ob das gelingt. Ich hoffe, das Gefiede da unten hört jetzt auf. Ein Kill für die Gegner reicht eigentlich. Okay, dann mal einen zweiten. Das ist irgendwie schon so ein bisschen, weiß ich nicht, wie man das nennen soll. Gibt mir Riot jetzt absichtlich diese Mates? Irgendwie habe ich das so im Gefühl. Die wollen, dass ich absteige. Okay, nochmal runter gucken. Ja, alles klar, haben gewartet. Dann gehen wir gleich mal wieder umdrehen. Bisschen Angst machen. So, da war Amumu.
Der macht mir allerdings ein bisschen Angst. Ah, geht Botlane. Was pinkt der denn? Den halte ich erstmal, kein Problem, Junge. Hau zu. So. Na, jetzt gehe ich erstmal hier oben hin. Jawohl, Alistar hat einen Gegner. Oh. Jawohl, die Lux. Level 6, bevor ich das erste Mal zurück war. Jawohl, Top-Lane-Kill. Ah, vielleicht ist das Team doch gar nicht so übel, wie ich dachte. Tja, ich kann dir leider nicht helfen. Oh doch, er kommt raus. Sehr schön. So, Level 6. Jetzt wollen wir mal auf der Botlane da aufräumen. Vorhin immer noch einen Blue Buff mit. Okay. Smite mal direkt. Team. Okay, also auch nicht drauf verlassen. Jawohl. Jawohl, jetzt läuft es doch. Warum nicht die letzten Games? Die habe ich, muss ich dazu sagen, auch alle mit Jhun gemacht. Ist es wirklich so, dass wenn man Duo Q spielt, dass die Partner so viel schlechter sind? Ich weiß es langsam nicht mehr. Und sollte man sich leider, auch wenn es tierisch viel Spaß macht, überlegen, ob man vielleicht mehr Solo Q spielt. Mir kam das die letzten Male schon ein wenig sehr unfair vor. So, gleich mal die Boots holen. Jetzt komme ich dem Singed überhaupt nicht hinterher. Alistar lebt da sehr gefährlich. Hm.
Okay, den haben wir. Hier nochmal ein bisschen Gegnerjungle klauen. Obwohl, warte mal. Da so, holen wir erstmal Tower First Blood. Und back. Olaf geht Mitte. Sehr schön. Der passt auch gut auf. So, Angriffstempo vor the win. Ich werde mich jetzt erstmal zum Drake bewegen. Okay, jetzt nicht mehr WP. Ah. Gegner sind anscheinend erstmal weggegangen. Der Drake gehört aber uns. Ein Höllendrache. Alistar wieder ein Kill. Ja, gut. Dafür, dass er da unten jetzt so zurücklagen, räumen sie jetzt ganz schön auf. Und ich muss ja gar nicht so viel carryen, wie ich eigentlich wollte. Bis jetzt zumindest. Ah! Stirbt mal wieder. Hat er bestimmt gehört. Auch. Jetzt gehen wir nochmal ein bisschen Damage am Tower machen. Oder vielleicht sogar einreißen. Dabei nicht die E benutzen. Weil dann der passive Bonus verloren geht und dadurch macht man noch weniger Schaden am Tower. So, 12-5 Führung. 2-0 Tower. 1-0 Drakes. So muss ein Game aussehen. Ich verstehe es nicht, dass manche halt so laufen und in manchen, da liegt man schon nach 10 Minuten dann 15-0 hinten. Oder 15-1-2. 1-2 Kills macht man ja selber immer. Ah, dann zu spät. Auf. Nee, 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 du bist übermütig, Junge. Ah, ich hab doch noch keine Quecksilberschärfe. Hätte ich sie da gehabt. So, die bauen wir jetzt auf jeden Fall. Zack. Jetzt geht's weiter auf mein Blade. Aber da hätte er nicht reingehen müssen. Und ich natürlich nicht hinterher gehen müssen. War ein bisschen übermütig. Aber jetzt mit der Quecksilberschärpe, da kann da nichts mehr schief gehen. Solange ich nicht jeden CC fresse. Wäre natürlich schön, wenn sie mal auf Olaf rausballern.
gerade Morgana zusammen mit einer Lux ist natürlich schon eklig. Okay, jetzt sollten wir aufhören, ein bisschen zu feeden da. Ich versuche auch noch runterzugehen. Wie sehen die Gegner aus? Ja, sind noch nicht sehr angeschlagen. Jawohl, den hat er. Einen mitgenommen. Oh, warum habe ich mir eigentlich Beinschienen des Berserkers geholt? Ich wollte mir doch die Mercury Boots holen. Habe ich das etwa vergessen? Ja, vielleicht tausche ich die ganz nachher irgendwann nochmal um. Ich denke mal, ich werde mir hier auch Jumos Geisterklinge noch holen. Damit ich sowas wie dem Azrael auf jeden Fall hinterher komme. Jin ein wenig blind. Na gut, die kriegt er jetzt noch. Kriegt er beide, okay. Trotzdem schade, dass der Ken dafür noch sterben musste. Denn dafür kleine Opfer. Hey, Amumu, warte mal auf mich. Hi, hab eine Quecksilberschärpe. Dafür ist er da. Also Leute, gegen solche Teams, habt ihr gesehen, immer die Quecksilberschärpe. Dann kann da gar nicht so viel passieren. Und ich gebe mir einen Blue Buff holen und dann den nächsten Drake. Ist wieder ein Höllendrache. Nicery, nicery. Wollen wir natürlich wieder, auch wenn ich keinen Smite habe. Oh, und ich gebe mir einen Blue. Jawohl. Er hört. Ha! Ein Mate, der hört, dass ich das noch erleben darf. So, jetzt gehe ich da mal runter. Oh, leichte Lags. Hi, Mate. Ja. So. Mal meinen Tower einreißen. Dabei noch ein bisschen farmen. Ja, das ist jetzt wieder eine Runde. Normalerweise gehöre ich ins Gegnerteam.
Oh, Olaf! Alter Riese! So sind sie, die Wikinger. Gehen einfach rein wie die Großen. Hi, Kumpel. Oh, meine Ult läuft jetzt leider aus. Aus dem Grund werde ich mich jetzt auch mal zurück teleportieren. Und die Toplane machen. Oh, brauche ich gar nicht. Entschuldigung. Oh, keiner mehr da. Oh, da war eine Lux. Der Mars ja schreit sie. Hey, ohne Ulti geht da nicht viel. Oh, 13 Sekunden habe ich wieder Ult. Da die sich alle in der Midlane versammeln. Ah, ja, muss ich ein bisschen raus. Oh, jetzt sind sogar schon drei da. Das nächste Drake, 49. Gehe ich mal zur Mitte hoch. Zur Mitte, zur Tüte, zur Theke, zum Sack, zack, zack. Oh, das ist Morgana hinter mir. Ich kann einen Drake machen. Oh, Meeresdrache. Okay, dritter Höllendrache wäre mir zwar lieber, aber okay. Na, komm her. Komm runter, ja. Nächste Level, Blue Buff machen. 3100 Gold schon wieder. So, gehen wir hier auch noch schnell machen. Und sollten auch mal einen Baron angreifen. 37-17 sieht ja schon ziemlich eindeutig aus.
So, machen wir das so rum. Scheint auch fängt. Also alles gut. Gehe ich mir noch einen Red Buff holen und dann gehen wir die Sache beenden. Oh, Gegner am Tower. Oh, war schon der zweite. Doch, gehe ich noch einmal weg. Jetzt gehen wir die Mitte einreißen. Ich glaube, die lassen mir noch was übrig. So, Zweier. Komm her. Dreier. Ist. So, nächste Napdown. Jetzt können wir auch die Tower machen. Oh oh. Okay. Na gut, gehen wir mal beenden. So. Ja, und ich hoffe natürlich, das Game hat euch gefallen. Auch wenn das jetzt nicht das Schwerste war. Also, in diesem Sinne, bis bald, euer Ram.